Hallo zusammen, hier ist wieder Chris Moylan. Heute zeige ich euch das neueste Mitglied der Emma-Familie, die Emma.2. In diesem kurzen Video sehen wir uns die Hardware der Dot2 an, wie wir das Pult patchen, einige Fixtures ansteuern und wie wir eine einfache Queue-Liste speichern. Die Dot2 ist in drei Versionen verfügbar: Core, XLF und XLB. Die XLF ist identisch mit der Core, stellt jedoch zusätzlich 8 Executor-Fader und 16 Buttons Executor zur Verfügung. Die XLB hat 48 zusätzliche Buttons, aber keine weiteren Fader. Alle Pulte arbeiten mit derselben Software und können Showfiles untereinander austauschen. Eine Dot2 könnt ihr zusätzlich mit 2 Wing-Typen erweitern. Ein Fader-Wing mit 8 Executor-Fadern und 16 Button-Exekutoren und ein Button-Wing mit 48 Button-Exekutoren. Ihr könnt 2 Wings jedes Typs zu einer Core hinzufügen. Die XLF und XLB haben jeweils einen Wingtyp bereits integriert und können um 3 weitere Wings erweitert werden. Ein voll ausgebautes Emma.2-System verfügt somit über 24 Fader und 144 Buttons. Auf der linken Seite des Pultes haben wir 6 60mm Executor-Fader. Jeder Fader hat eine Go-Minus- und eine Flash-Taste darunter. Über den Fadern sind die Button-Exekutoren. Jeder dieser Buttons kann individuell für die Programmierung benutzt werden. Mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten können wir die Seiten der Exekutoren wechseln. Rechts von den Fadern sind 2 größere Fader mit Buttons darunter. Dies ist die Main-Playback-Sektion und besteht aus einer Go-, Go-Back- und Pause-Taste, zusammen mit 2 dazugehörigen Fadern, die alle zusammen die Main-Queue-Liste steuern. Rechts davon finden wir die Programmiersektion des Pultes. Ganz rechts ist ein Grandmaster-Fader und eine Blackout-Taste. Rechts davon ist das Level-Control-Wheel für Dimmer-Werte. Über diesem Bereich finden wir die Tools, Setup und Backup-Tasten, die wir in Kürze benutzen. Ganz oben auf dem Pult sind die eingebauten Touchscreens. Unter dem rechten Screen sind 4 drehbare Encoder, die wir später zum Ansteuern der Fixtures benutzen. Auf der Rückseite der Core haben wir 4 fünfpolige DMX-Ausgänge, einen symmetrischen XLR-LTC-Eingang, einen Pultleuchtenanschluss, analoge Schalteingänge, MIDI-In und Out, einen fünfpoligen DMX-Eingang, einen symmetrischen XLR-Audio-Eingang, einen DVI-D-Anschluss für einen externen Monitor, 3 USB-Ports mit vollem USB-Support für Tastatur und Maus und einen Ethernet-Anschluss. Ihr werdet sehen, dass das Pult mit vielen hilfreichen Tipps ausgestattet ist, um euch die ersten Schritte bei der Programmierung zu erleichtern. Wenn wir mit einem leeren Pult starten, sehen wir einen Hilfetext im rechten Touchscreen, der uns sagt, dass das Pult leer ist und wir die Setup-Taste benutzen sollen. Drücken wir also die Setup-Taste. Das Setup-Fenster wird geöffnet und zeigt uns verschiedene Setup-Optionen des Pultes. Um ein paar Fixtures im Pult zu patchen, drücken wir einfach auf den Patch und Fixture-Liste-Button auf dem Touchscreen. Hier erklärt uns das Pult erneut, was zu tun ist. Auf dem Bildschirm finden wir den Button, neue Fixtures hinzufügen. Diesen drücken wir. Hier wählen wir die gewünschten Fixture-Typen, die Anzahl, eine ID-Nummer, einen Namen für unsere Fixtures, die DMX-Startadresse und einen Offset-Wert für unsere DMX-Adressen. Für jede Zeile gibt es zusätzlich einige nützliche Informationen. Wenn wir einfach ein paar Dimmer-Kanäle patchen möchten, ist dieser Fixture-Typ bereits ausgewählt. Wenn wir einen anderen Fixture-Typen brauchen, drücken wir auf den Button Bibliothek öffnen. Die Fixture-Bibliothek wird geöffnet. Wir können die Fixture-Bibliothek mit den drehbaren Encodern bedienen oder wir geben in der grünen Suchleiste oben auf dem Bildschirm einen Suchbegriff für unsere gewünschten Fixtures ein. Wenn wir das gewünschte Fixture und den korrekten Modus dazu gefunden haben, drücken wir auf den OK-Button oben auf dem Bildschirm. Nun wählen wir die Anzahl, die ID-Nummer, den Namen und die DMX-Adresse aus. Die Adresse 1.1 steht für Universum 1, DMX-Adresse 1. Der Wähle-Button rechts erlaubt uns bei Bedarf die Auswahl anderer DMX-Universen.
Offset benutzen wir, um die DMX-Startadresse über ein festgelegtes Intervall zu verteilen, damit wir sie uns besser merken können. Wenn wir fertig sind, drücken wir auf den OK-Button in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, um das Fenster zu verlassen. Wir können nun weitere Fixtures hinzufügen, wenn wir den Button Neue Fixtures hinzufügen erneut drücken. Oder wir drücken auf Fertig, um das Pad zu verlassen. Beim Verlassen des Patches werden wir gefragt, ob wir zurück ins Patch wechseln möchten, die Änderungen verwerfen möchten oder die Änderungen übernehmen möchten. Wenn wir die Änderungen übernehmen, haben wir das Pult gepatcht. Bei jeder Programmierung ist es wichtig, die Showdaten regelmäßig zu speichern. Schauen wir dazu ins Backup-Menü. In diesem Fenster finden wir Button zum Erstellen einer neuen Show, zum Laden einer Show, zum Speichern oder zum Speichern unter einem anderen Namen. Wir drücken den Speichern unter Button und geben unserer Show einen Namen. Wenn wir vor dem Speichern einen USB-Stick mit dem Pult verbinden, wird die Show automatisch auf der internen Festplatte und dem USB-Stick gespeichert. Die Autosave-Funktion verhindert, dass wir unsere Show-Daten später verlieren. Autosave kann auf 15, 30, 60 oder 120 Minuten gesetzt werden. Wenn Autosave aktiviert ist, wird die Show automatisch in vorgegebenen Zeitintervall auf der DOT2 intern und auf dem verbundenen USB-Stick gespeichert. Wenn wir fertig sind, drücken wir den Escape-Button in der oberen linken Ecke des Bildschirms oder drücken die Backup-Taste, um ins vorherige Menü zurückzukehren. Außerhalb des Backup-Menüs können wir unsere Show durch einen Doppelklick auf die Backup-Taste zu jeder Zeit speichern. Wir sollten nun eine Ansicht mit Symbolen sehen, die unsere Fixtures repräsentieren. Falls nicht, drückt einfach den Fixture-Button. Wir können unsere Fixtures auswählen, indem wir auf ein Symbol tippen oder in die Ansicht tippen und einen Rahmen um mehrere Fixtures ziehen. Es gibt mehrere Wege, die Fixtures einzuschalten. Wir können die Full-Taste oder das Dimmer-Level-Wheel benutzen, einen Doppelklick auf die Add-Taste machen oder die Add-Taste drücken und einen Prozentwert für den Dimmer, gefolgt von der Please-Taste, eingeben. Durch einen Doppelklick auf die Plus- oder Minus-Tasten erhöhen oder verringern wir den Dimmer-Wert um 10%. Für die Steuerung von anderen Funktionen stehen uns weitere Buttons auf der rechten Seite des rechten Bildschirms zur Verfügung. Dimmer, Position, Gobo, Color, Beam, Focus und so weiter. Wenn wir diese Buttons benutzen, sehen wir, dass wir die Encoder zur Ansteuerung der Funktionen benutzen können. In den meisten Fällen können wir auch den Touchscreen zur Ansteuerung benutzen. In der Gobo-Ansicht zum Beispiel können wir die Gobos auswählen, indem wir in der Ansicht nach unten scrollen und auf das gewünschte Gobo tippen. In der Color-Ansicht können wir die Farbe über den Color-Picker auswählen. Wenn uns nicht gefällt, was wir programmiert haben, oder wir mit einer neuen Programmierung starten möchten, drücken wir einfach zweimal die Clear-Taste. Wenn wir einmal die Clear-Taste drücken, werden unsere Fixtures abgewählt. Das heißt, wir können sie nicht mehr ansteuern, verlieren aber nicht die geänderten Werte. Ein weiterer Druck auf Clear entfernt die geänderten Werte und setzt die Fixtures auf ihre Standardwerte oder auf Werte aus einem aktiven Executor zurück. Bei einem Fehler könnt ihr immer mit Hilfe der Oops-Taste die letzte Eingabe rückgängig machen. Lasst uns einen Look auf der Bühne erstellen, den wir speichern möchten. Um den Look zu speichern, drücken wir Store, gefolgt von Please. Dadurch wird unser Look als Q1 in der Main Q-Liste gespeichert. Lasst uns nun die Werte unserer Fixtures verändern, um einen neuen Look zu erstellen. Wir drücken Store und Please erneut. Ein Pop-up-Fenster fragt uns, was wir tun möchten. Wir möchten einen zweiten Q erstellen, also wählen wir diese Möglichkeit aus. Die anderen Optionen besprechen wir später. Nun haben wir zwei Qs, die wir abspielen können. Wir schieben den linken der beiden großen Fader nach oben, um den ersten Q zu aktivieren. Mit der Go-Taste wechseln wir in den zweiten Q. Wir können außerdem den rechten Fader für eine manuelle Überblendung zwischen den beiden Qs benutzen.
Um unsere Cue-Liste zu sehen, drücken wir auf die Augentaste und die Go-Taste unter dem Main Executor. Wenn wir weitere Cues mit Fade-Zeiten speichern möchten, tun wir Folgendes. Store time 5 please. Dieses Kommando speichert den nächsten Cue mit einer Fade-Zeit von 5 Sekunden. Dadurch können wir mehrere Cues mit den gewünschten Fade-Zeiten schnell programmieren. Die Fade-Zeit können wir in der Cue-Liste für jeden Cue ändern, indem wir auf die Zeit in der Fade-Spalte tippen. Wir können auch auf die Null tippen und halten, oder wir drücken auf den rechten Encoder im entsprechenden Fade-Feld. In dem geöffneten Fenster geben wir dann eine Fade-Zeit in Sekunden ein. Wir geben unsere Zeit ein und bestätigen mit Please. Unsere Cues mit den Fade-Zeiten können wir nun mit der Go-Plus-Taste abspielen. Okay, in diesem Video haben wir über das Patchen der Konsole gesprochen, wie man eine Show speichert, einige Fixtures ansteuert und ein paar Cues in die Main-Cue-Liste speichert. Im nächsten Video bekommt ihr mehr Informationen über das Speichern von Presets, das Erstellen von Gruppen und das Speichern von Cues auf anderen Executors. Probiert auch gern selbst die Software aus. Auf ml.2.com könnt ihr die freie .2 OnPixie Software runterladen. Wenn ihr auf die Homepage seid, ladet euch auch die kostenlose .2 3D Software runter. Bis zum nächsten Mal.